Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich möchte gerne was Neueres aus der Robotisierungsmaschine etwas Neues vorstellen. So gesagt, man sieht jetzt überall kaputte Wände, aber okay. Ich habe jetzt aus der Maschine erneut nochmal ein ganzes System gebaut. Und wir werden gleich sehen, um was sich das handelt. Es handelt sich um der Rabattisierungsmaschine. Handelt es sich darum, jetzt, dass es eine volle Rabattisierungsdusche geworden ist. Das heißt, man gibt hier ein paar Items ein, zum Beispiel dieses Item, dann das Item, dann hier was rein und hier was rein. Und nun könnt ihr staunen, was wir daraus erreichen. Dann werde ich ihn mal anschalten. Und gleich seht ihr, ist ein bisschen laut. Das sind mit Items beschossen. Ja. Du wirst ja gerade richtig mit Items an. Jetzt sogar noch mehr. Mehr ist immer gut. Hier sind auch noch einige drinne. Hier ist was drinne. Und hier ist leer. Ja, gut. Dann werden wir mal gucken, was wir für ein Ergebnis jetzt haben. Wie wir das 4 verwandeln können. Das heißt, für 4 kriegen wir ein Stack mehr. Das sind so circa 16 oder. Macht es jetzt immer versucht mal lautlos, weil sonst hört man nicht zu laut. So gesagt, können wir ein bisschen erschwinglicher jetzt rum. Ja, erst mit einem Stack. Ich glaube, das werden wir mal mit den Eisenerzen ausprobieren. Ich meine jetzt mit den Eisenblöcken. Nee. Aber wir brauchen 4 Eisen. Wir brauchen jetzt 4, irgendwas mit 4 Stapeln. Dann können wir das mal ausprobieren, ja. Nehmen wir erstmal den Lapis Lazuli. Und versuchen den jetzt mehrfach zu stacken. Das ist auch nicht gerade viel, aber was soll's. Werde ich jetzt mal alles in. Alles erst. Ach, die dämlichen Zäune müssen noch weg. Jetzt habe ich ja keinen Platz. So. Achtung, Lautstärke. Ist jetzt ein bisschen mit Lautstärke verwickelt, aber okay. Gut. Wir werden jetzt gerecht aufteilen, ja. Wir teilen es erstmal in den 3 Maschinen rein, die aktiv sind, ja. Die innen nehmen wir erstmal, lassen wir erstmal aus. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier. Wie ihr seht, hier ist ein bisschen Lautstärke jetzt wie in der richtigen Maschine. Deshalb versuche ich den Ton erstmal auszuschalten, dass wir nicht gleich so mit dem Ploppen hier überrascht werden. Und jetzt kann der Spaß losgehen. Ja, nicht wissen, wie viel da wir rausbekommen. Das werden wir jetzt sowieso herausfinden, ja. Das ist so gesagt eine verschnellte Itemherstellung. Ja. Das kann jetzt ein wenig dauern. Ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, entscheidet sich sofern. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt mehrfach bekommen, ja. Weil manchmal geben die Maschinen einfach den Geist auf und dann hat man nicht mehr so viel. Nee. Das ist ja die Schikane.
Ich bin jetzt ganz aufgeregt, ob wir das schaffen, Alter. Ich weiß nicht, wie ihr gerade bei Laune seid, aber okay. Das ist jetzt eine andere Thematik. Mal sehen. Das ist so gesagt meine neue Erfindung. Diese Maschine zum maximierten Stacken aller Blöcke. Ich glaube, ich habe das Maximum schon erreicht. Ich könnte nebenan noch eine fünfte bauen, aber das wäre zu viel Aufwand. Und so viel Platz haben wir im Inventar auch gar nicht drinnen, nee. So. Gut. Okay. Haben wir irgendwo noch welche übrig? Leute, wir haben perfektes Ergebnis. Wir haben aus 2,5, 3,5 gemacht. Hört sich ja schon mal so richtig gut an. Jetzt gucken wir nach dem Ergebnis. Aber ich glaube, das ist zufriedenstellend, ja. Ich wollte das, wie gesagt, nur mal zeigen, dass dieses mit den vermehrten Maschinen. Ich werde es erstmal nur in diesem Part mehr vorführen. Geht mit jeder Art von Blöcken. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen der Stranger zu machen. Das heißt ein bisschen anders. Das werde ich aber gleich zeigen. Ja. Wir haben so fast das ganze Inventar voll an Lapis. Das heißt, mehr als 4 würde gehen, aber es würde das Inventar nicht mehr füllen. Nee. Ist so gesagt, der Maximum hier schon erreicht worden. Jetzt möchte ich mal was anderes versuchen zu bauen. Wenn man ja mehrere Maschinen hat, kann man so bis mindestens 3 verschiedene Inventarsachen was nacherstellen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll. Nehmen wir jetzt zum Beispiel. Nehmen wir jetzt. Nehmen wir zum Beispiel diese 10 Holz. Oder. Wir könnten das ja auch so versuchen. Jetzt erstmal ganz kurz überlegen, wie wir hier weiter fortschreiten. Sieht bei mir knapp an Holz aus. Weil, wie gesagt, man könnte sich noch perfekte Holzsachen stacken damit. Wie gesagt, sowas hier. Aber da gibt es weniger Artikel, die so ausgestattet sind, ja. Man könnte es höchstens mit Kohle und Fackeln versuchen. Das werde ich erstmal genau. Nehmen wir das. Und das und das. Nimm noch, wo sind die 10 anderen Holz geblieben? Ja. Machen da jetzt raus mal genauso viel Stäbe, wie es geht. Wie viel das System zulässt und genauso viel Kohle nehmen wir dann mit dem Inventar. Wir müssen da mindestens ein 64er Stack lassen, ja. Oder wir nehmen einfach 2 64er Stacks Kohle und. Ja, genau. Der Rest kommt dann wieder hinein. Weil ich will mal was versuchen. Ob der Versuch klappt, ist jetzt eine andere Frage. Muss erstmal suchen, wo die Fackeln überhaupt sind auf Werkzeug. Gut. So, jetzt ein Inventar aktivieren. Ja. Vielleicht haben wir Glück und das haut hin. Ja, also hin und tut es, man sieht es, ich habe
welches besser die Meerrosse kitzelt, aber wir haben so gesagt einen Beweis, dass wir schon mit so viel Kohle schon mehrfach, also so gesagt, auch sogar Rabatte, die ersten Rabatte an Items bekommen können, die schwerer herzustellen sind. Ist vielleicht geringer, aber es hat geklappt. Ja. Schon perfekt. Wie gesagt, ich hätte ja erst mit Button Smashing machen müssen, also mit Drücktheiten hätten wir noch mehr bekommen. Ja. Überlege ja, mit welchen Items sie das noch machen kann, um Rabatte zu kassieren. Problem ist, der Lehm ist nicht gebacken. Nee, jetzt hätte ich das so versucht. Vielleicht finde ich ja noch was anderes. Problem ist, dass es nicht so viele Gegenstände gibt, die verschieden erstellt werden. Nee. Das ist ja der Cheat. Das Problem ist, ich überlege auch gerade, wie wir das Makern tun, ja. Aber die meisten Blöcke sind ja aus gleichen Stoffen hergestellt, wie man hier sieht. Da gibt es eigentlich nur sehr wenig. Ja. Wenn man den Anschein hat, wird das meiste so hergestellt. Wie das hier aus gleichen Blöcken zum Beispiel. Naja, ist nur bei Glasdekoration ein wenig anders. Man könnte es auch mit Büchern machen. Ja, also wie gesagt, so große Fetten gibt es da eigentlich nichts an verschiedenen. Das Einzige, was wirklich klappt, das sind die Fackeln, ja. Naja, okay, dann werde ich nochmal als erstes nochmal das mit dem Gold demonstrieren. Gut. Werde ich nochmal die Goldbarren nehmen. Macht daraus da nochmal Rabatte. Ja, was hat eigentlich die Uhr? Naja, in 12 Minuten habe ich schon vorgestellt. Aber okay. Jetzt haben wir nur 2 Stapel. Machen wir jetzt. Wie viel sind das? 17. Machen wir jetzt überall 4 Reihen. Na, manipuliert mache ich ein bisschen weniger Reihen. Mach jetzt hier 6er. Hier. Moment, hier 6er. Hier kommen 5er, aber so viel haben wir ja nicht. Gut. Und dann lass es nochmal Gold regnen. Bei Diamond Dash wäre das geil, ja. Aber da kann man leider nicht machen. Wäre auch so geil gewesen. Eindeutig, ja. Meine ist sogar doppelt so schnell als gewohnt, ja. Ich weiß nicht, ich kann die Karte leider nicht vorstellen, weil das scheiß Problem ist, das war das Problem jetzt so. Ja, das ist alles so, dass ich da sehr viel erst rumprobieren musste. Es hat schon ein paar Stunden gedauert, bis ich damit fertig war. Bis es jetzt geworden ist, wie es geplant ist, ja. Müsste selber ausprobieren. Ich hab's auch leider ausprobiert. Wenn ich jetzt alle Let's Playern würde, hätte ich so etliche Parts und damit nur verschwendet. Das würde ja so gesagt auch nichts ergeben. Nee. Das wäre die andere Phase, ja. Das hat 2, 3 Stunden schon gedauert, dass ich hier das so herstellen konnte. Also das nicht auf der einfachen Schaufel zu nehmen.
Damit Redstone-Gangschaltung komme ich so gut wie gar nicht klar. Nee. Hier ist auch noch gratis Eisen drinne. Na, gratis Gold, mehr gesagt. Gut. Wollen wir mal gucken, wie viel wir das 17 gemacht haben. Bin ich schon ganz gespannt, ob wir jetzt mehr gewonnen haben. Aber eindeutig, ja. Wir haben ja fast 3 Stacks hier rausgemacht. Also man sieht, dass sowas schon einfache Bauten schon ausreichen für die ganze Duplikation an Gegenständen. Ja. Das ist schon echt Wahnsinn. Aber irgendwie auch cool. Wir sind so, wir sind viermal schneller und gewinnen viel mehr. Das ist ja das Stylische, ja. Vielleicht finde ich hier oben noch ein bisschen was. Ich gebe euch mal einen kleinen Bonus, warte mal. Ich werde jetzt mit den Netherwarzen machen. Wie gesagt, mit diesen Dingern hier. Was soll man mit die zu craften hier? Da kann man ja auch pure Netherwarzenblöcke mit erstellen. Ich weiß, in meiner Einlet-Show waren es Fleischigkeitsblöcke. Falls man das jetzt schon gesehen hat. Dreht sich um ein Schlachthaus, ja. Nur so als Info. Ja. Oh, und recht, glaube ich, ja nicht so richtig. 58 müssen wir aber jetzt bis 64, 41. Dann machen wir jetzt, warte mal, machen wir zwei und Moment. Nochmal 32 draus, 16, 16, genau. Nochmal 26, ja. Machen wir 26 draus. Gut. So gesagt, das ist meine letzte Demonstration. Ich weiß nicht, ob jetzt alle mitmachen werden, ist es die Frage. Aber ich vermute mal schon. Gut. Dann geht es auf und her. Netherblock Produktion. Ich weiß ja nicht, wie viel wir kriegen. 13. Mit ein bisschen wieder Bonus. Gut. Weiß ja nicht, ob man die zurückwerfen kann. Nee, das kann man nicht. Also ist das der neue gleiche wie mit den Melonen hier, mit den Netherwarzen, ja. Der gleiche Verhältnis, ja. Ich glaube, sonst hätten wir nicht so viel gewonnen, nee. Ein paar haben wir ja noch. Augenblick. Naja, gut. Hatten ja auch mildes, hatten ja auch nicht so viel gehabt. Doch hier haben wir noch was, das soll erstmal real sein. Ich denke gerade 15. Das sind über 2 Stacks, ja, gut. Ja, da haben wir auch was zu bekommen. Jetzt haben wir es rausgefunden. Gut, Leute, ich glaube, das war's denn erstmal. Das ist nur so gesagt, was ich vorstehen wollte, dass man aus diesen Minecraft-Glitches sogar noch mehr draus kitzeln kann. Gut.
Dann bis zum nächsten Part.